Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde War on the East 2. Wir spielen eine Multiplayer-Partie gegen Herzog Sieg und falls ihr die Partie aus seiner Sicht mitverfolgen wollt, schaut doch gerne bei ihm vorbei. Ihr findet den entsprechenden Link auf meiner Kanalseite. Nun gut, was sagt uns die Turn-Summary? Naja, in Summe halten sich die Verluste ein Stück weit in Grenzen, zumindest mal was unsere Manpower betrifft. 500 Geschütze geht auch noch in Ordnung, 360 Panzer ist natürlich nochmal ein heftiger Aderlass und 146 Flugzeuge scheint im Moment auch noch ganz okay zu sein. Wenn wir uns das prognostizierte Ergebnis ansehen, erreichen wir im Moment noch ein Minor Victory, aber das wird jetzt Schritt für Schritt weiter auch in Richtung der Achse kippen, denn Herzog Sieg rückt ja permanent weiter vor und wir sollten uns an dieser Stelle auch wirklich keinen Illusionen hingeben, ob wir wirklich diese Partie siegreich gestalten können, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hinter. Aber ich will natürlich auch nicht, dass Handtuch werfen oder die Flinte ins Korn werfen. Wir werden unser Bestes geben, ihn weiter aufzuhalten und die Partie doch noch irgendwie sauber zu gewinnen vielleicht. Nun gut, schauen wir uns einmal an, was auf der Karte passiert ist. Springen wir zunächst einmal ganz in den Süden und lassen uns auch mal die Kämpfe anzeigen. So erkennen wir, ja, dass der Kessel erneut geschlossen wurde. Wir waren ja in der letzten Runde in der Lage, gewisse Löcher in seine Kesselwandungen hinein zu, ja, nicht schlagen ist falsch. Wir haben sie ja nicht erobert, sondern wir haben freie Felder besetzt, aber nichtsdestotrotz haben wir also diese Kesselwandungen durchstoßen. Naja, und er hat sie jetzt mittlerweile komplett geschlossen. Und insofern wird es sicherlich schwierig werden für uns, diese Einheiten jetzt aus dem Kessel hinaus zu bewegen. Die Kämpfe sind doch relativ eindeutig ausgegangen, 5-1, 39-1. Und hier hinten bei der Panzerdivision 3,9:1, das waren dann doch schon relativ eindeutige Ergebnisse. Erfreulicherweise hat sich die Panzerdivision doch nochmal in die richtige Richtung zurückgezogen, nämlich Richtung Osten und nicht in den Kessel hinein, das wäre ja sehr ärgerlich gewesen. Naja, und auch die Einheiten, die hier standen, zumindest mal die nördliche, hat sich auch aus dem Kessel hinaus bewegt. Und dieses Feld hier im, ja, im Westen ist dann letztendlich von der Panzerdivision besetzt gewesen und die hat sich dann wieder in den Kessel hineingezogen. Nun gut, so viel vielleicht zu den Bewegungen im Süden. Wenn wir uns das Zentrum ansehen, so gab es hier eine Vielzahl von gegnerischen Angriffen. Wir hatten ja auf dieser Höhe im Prinzip eine Verteidigungslinie aufgebaut und er hat diese Verteidigungslinie sehr schön im, ja, im Osten aufgerissen und auch ein Stück weit hier im Westen und unser starkes Zentrum relativ, ja, in Ruhe gelassen. Und dadurch ist nahezu erneut ein weiterer Kessel entstanden, aber er konnte Gott sei Dank nicht geschlossen werden. Wir haben hier also doch drei Felder, durch die wir uns dann nochmal sehr schön hindurch bewegen können, sodass wir diese Einheiten also nochmal zurückziehen können. Die Kämpfe im unteren Bereich sind mit 17:1, 99:0 und 10,5:1 noch relativ eindeutig gewesen. Allerdings musste er hier auf der rechten Flanke zwei Anläufe nehmen. In der ersten Runde haben wir dann ausgehalten, wurden aber auch im zweiten Kampf dann doch eindeutig mit 8,5:1 geworfen. Ja, dann hat er versucht, seine Bewegung zu vollenden. 13:5:6:8, es ist ihm aber nicht geglückt. Naja, und er hat dann auch im Prinzip unsere Verteidigungslinie im Bereich vor Luga aufgerissen, die doch relativ schwach positioniert war und ist dann schön weiter vorgestoßen. Ja, also da haben wir Glück gehabt, dass hier nicht nochmal ein weiterer Kessel entstanden ist. Ebenso hat er einen Angriff auf unsere Fallschirmjäger durchgeführt, die sich dann aber auch brav zurückgezogen haben. Das Erfreuliche an diesen ganzen Kämpfen ist, dass sich keine Einheit ergeben hat. Es befinden sich also nach wie vor alle Einheiten auf dem Spielfeld, was erstmal ein gutes Ergebnis ist. Wenn wir mal ganz in Richtung Westen schauen, so hat er versucht, auf die Inseln zu kommen, hat diese Landenge getestet, aber hier haben wir uns sauber verteidigt und hier wird er jetzt auch nicht so schnell hinüberkommen. Naja, dann ist als nächstes Tallinn gefallen. Wir hatten ja Tallinn doch freigezogen, um die Einheit in unserer Verteidigungslinie hier mit einzusetzen. Es war also auch relativ klar, dass Tallinn fallen würde. Ja, und die kleine Sicherungskraft hier in Mastvi hat er auch problemlos werfen können. Etwas erfreulicher sieht es nördlich von Leningrad aus. Hier hat er einen Angriff durchgeführt und wir haben dieses Feld gehalten und danach hat er dann aufgegeben.
Die haben die 4., 12. und 10. finnische Infanteriedivision angegriffen und die haben es eben nicht geschafft. Das sind die drei Einheiten, die sich auch in diesem Feld befinden, die einen kombinierten Angriffswert von 15 haben. Also haben wir uns hier an dieser Stelle doch mal sehr ordentlich geschlagen. Ja, leider ist die Stadt hier verloren gegangen. Wir sind hier also mit 5,6:1 geworfen worden, aber wir haben diese Kesselgefahr, die sich ja in der letzten Runde angedeutet hat, haben wir gebannt und wir standen eigentlich dann doch relativ gut hier. Ja, und ganz im Norden hat er nur einen Angriff durchgeführt, eine Infanteriedivision geworfen, auch relativ souverän mit 12:1. Aber er hat noch keinen Angriff auf die eingekesselte Einheit durchgeführt. Und wir hatten ja auch in der letzten Runde Luftversorgung für sie geflogen. Und wir erreichen mit ihr eigentlich auch sehr schöne Versorgungswerte. Haben also 110, 58 beim Treibstoff, aber 129 bei der Munition. Wenn wir jetzt weiterhin Versorgungsflüge durchführen, wird es ihm also schwer fallen, diese Einheit einfach mal so zu werfen. Da muss er sich etwas mehr darauf vorbereiten. Zumindest ist das mal die große Hoffnung im Moment. Und das wäre auch sehr wichtig, denn sie bindet doch einiges an gegnerischen Kräften und er kann nicht so einfach weiter in Richtung Osten vorstoßen. Also hier scheint es auch relativ in Ordnung zu sein, die Feindlage und Feindsituation. Gut, was schauen wir uns noch an? Im Moment profitieren wir ja vom schlechten Wetter. Es regnet überall auf der Karte. Es wird ein gewisses Level an Schlamm angezeigt. Das ist alles zu unserem Vorteil. In der nächsten Runde wird sich das aber drehen. Die Schlechtwetterfront zieht ab und es ist gutes Wetter. Hier ist nach wie vor ein Tiefdruckgebiet im Anmarsch, also ich hoffe mal, dass das auch schön wieder in unsere Richtung zieht. Schauen wir mal. Also wir müssen auf jeden Fall darauf hoffen, dass Petrus unser Verbündeter ist und für schlechtes Wetter auf der Karte sorgt. Wenn wir uns einmal die Personalausstattung ansehen, so haben wir nach wie vor das Problem, dass uns der Gegner von der reinen Mannstärke haushoch überlegen ist. Und wir kriegen also im Moment auch noch keine Bewegung, die sich in Richtung, ja, in Richtung Gleichstand abzeichnet. Das ist doch relativ ärgerlich. Bei den Geschützen konnten wir trotz der hohen Verluste mittlerweile wieder gleichziehen. Im Bereich der Panzer geht es leider deutlich zurück für uns. Er greift auch ganz gezielt unsere Panzerdivisionen ein. Teilweise befanden sie sich in Kesseln. Und wir müssen bei diesen Angriffen doch immense Panzerverluste hinnehmen. Ich kann euch gleich nochmal kurz ein Beispiel hierzu zeigen. Das liegt natürlich auch an der schlechten Qualität der sowjetischen Panzer. Im Bereich der Luftwaffe haben wir nach wie vor die Nase vorn und seine Stückzahl geht langsam weiter zurück. Das ist erstmal eine erfreuliche Entwicklung. Wenn wir uns nochmal so einen Panzerangriff ansehen, so befand sich in diesem Feld unsere 3. Panzerdivision. Naja, und er hat sie angegriffen mit seiner 6. Panzerdivision. Und das Ergebnis ist, er hat 16 Panzer verloren und wir mal gerade 226. Es ist ja auch keine Kleinigkeit dann. Also das liegt natürlich dann doch an dem etwas schlechteren Material, was wir zur Verfügung haben. Wenn wir uns die Produktionsseite ansehen, so wird schön hinterher produziert. Also wir haben jetzt einen Zulauf von 19 MIG pro Runde. Es kommen also auch Jack hinzu und Lack. Also wir haben gewisse Lagerbestände mittlerweile aufgebaut, auch bei dem PE-2, bei unseren Horizontalbombern. Das sind erstmal schöne Entwicklungen. Allerdings kommen die Stückzahlen nicht so stark hinterher, wie ich mir das mal erhofft habe. Was mich dann zu den Überlegungen bringt, wie wir hier dauerhaft mit unseren Staffeln weitermachen. Also wenn wir uns das mal ansehen, haben wir ja doch einige Staffeln hier in der Reservebox stehen, die insbesondere noch mit den SB2 ausgestattet sind und die ja alle mal die PE2 bekommen sollten. Aber bei diesen geringen Produktionszahlen erscheint es im Moment völlig illusorisch, doch wirklich eine signifikant hohe Zahl mit diesen Maschinen auszustatten. Also ich tendiere fast schon dazu, ob wir nicht die ein oder andere Staffel auflösen, ausgestattet mit den SB2, und dass wir dann diese frei werdenden Maschinen dann wieder unseren Staffeln auf dem Spielfeld zuführen. Das ist auf jeden Fall mal so ein Gedanke. Und ein ähnlicher Gedanke beschleicht mich also auch hier für unsere Fighter-Bomber. Um euch das nochmal zu zeigen, wenn wir jetzt diese Staffel auswählen und sagen, okay, wir möchten sie gerne mit anderen Flugzeugen ausstatten und hier auf die Jack und Lack klicken,
Denn es scheint eben der Button, dass wir hier diesen Austausch vornehmen können, erscheint nicht. Und das liegt natürlich daran, dass momentan im Pool noch zu wenig Flugzeuge sind, sodass diese Austauschmöglichkeit noch nicht gegeben ist. Aber auch hier gilt, bei den geringen Zulaufzahlen ist es wirklich zu überlegen, ob wir noch die eine oder andere Staffel auflösen. Also es ist illusorisch zu glauben, dass wir sie alle mit modernen Flugzeugen ausstatten könnten. Das wird nicht passieren. Aber ich denke, das ist eine Entscheidung, die werden wir dann in der nächsten Runde treffen müssen. Ja, so viel zu dem, was auf dem Spielfeld passiert ist. Ich sehe auch, dass wir hier noch ein Event bekommen haben. Also wir sehen, dass die sowjetischen Partisanen in Belorussia aktiv werden. Also allmählich hat er auch Probleme mit den Partisanen im Hinterland. Gut. Dann gab es, vielleicht noch mal so ein bisschen zu den Spielregeln, gab es eine kleine Irritation meinerseits. Und ich habe mich dann also auch an den Entwickler des Spiels auch noch mal gewandt. Also wir spielen hier ja Road to Karelia. Das ist ein Szenario aus dem gerade veröffentlichten DLC. Und ja, hierfür ist mir aufgefallen, dass ich mit der Sowjetunion eben keine Möglichkeiten habe, neue Einheiten zu bauen. Und das ist in den anderen Szenarien aus der Vanilla-Version ist das möglich. Und da habe ich gedacht, dass das könnte vielleicht ein Bug sein. Aber nee, es hat sich herausgestellt, dass das wirklich vom Spieldesigner so gewollt ist. Also wir können leider keine Einheiten nachbauen, so wie man es sonst kennt. Also insofern ist das nochmal so eine zusätzliche Erschwernis für uns und wir müssen so auskommen mit dem, was wir auf dem Spielfeld haben, beziehungsweise was hinterherkommt. Nun gut, so viel vielleicht mal zur Einleitung. Ich schaue mir jetzt unsere Luftwaffe an und werde euch dann gleich einmal präsentieren, was wir so getan haben. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Was haben wir getan? Wir haben einige Luftwaffeneinheiten verlegt. Auf diesem Flughafen befanden sich einige Jägerstaffeln. Die sind ein Stückchen weiter in Richtung Norden gezogen worden, damit sie nicht unmittelbar im Zugriff des anpreschenden Gegners liegen. Das war aber auch im Bereich unserer Restrukturierung die wesentlichste Maßnahme. Ja, wenn wir uns einmal die Missionen ansehen, die wir eingerichtet haben, beginnen wir einmal im Süden. Naja, und wir müssen leider feststellen, dass wir keine Möglichkeit haben, diesen Kessel irgendwie aufzubrechen. Selbst wenn wir hier nur Verteidigungswerte von 3 haben, so kommen wir mit unseren Angriffswerten einfach nicht zurecht, um hier diese Position sauber zu durchstoßen. Vielleicht probieren wir es, aber naja, ich habe trotzdem eigentlich erhebliche Bedenken und deswegen haben wir hier eine Bodenunterstützung im Moment erst einmal nicht eingerichtet. Der Plan B wäre nämlich, dass wir uns mit diesen Einheiten weiter zurückziehen in Richtung Idrizza und er also eigentlich dann in die falsche Richtung marschieren muss, nämlich nicht weiter in Richtung Osten bzw. Nordosten, sondern wieder zurück in Richtung Süden, wo er eigentlich herkommt. Insofern haben wir hier zwei Missionen organisiert. Zum einen einmal eine Aufklärungsmission im Großraum Idrizza, um zu sehen, ob wir eben hier Felder relativ einfach besetzen können. Aber wir haben zur Sicherheit auch eine Bombenmission auf den Bahnhof von Idrizza eingerichtet, sodass er sich eben diesen Bahnhof nicht nutzbar machen kann. Was haben wir noch getan? Wir werden einen Aufklärungsflug in Richtung Peskow fliegen, um einfach zu sehen, ob wir irgendwie nochmal diesen Bahnhof aufklären können und so, dass wir dann vielleicht in der nächsten Runde die Chance haben, nochmal auf ihn zu operieren. Dann gehen wir weiter in Richtung Norden. Wir greifen einmal Luga an. Wir haben also keine Chance, in irgendeiner Form mit unseren Einheiten einen Gegenangriff zu starten, um Luga zurückzuerobern. Insofern versuchen wir auch natürlich, diesen Bahnhof herunterzubringen. Und ganz wichtig im Westen, Tallinn wurde erobert und insofern gilt natürlich der Hafen und der Bahnhof von Tallinn als primäres Ziel. Und hier greifen wir auch mit unserer stärksten Einheit an. Wir können immerhin 137 Bomber mobilisieren. Ganz im Norden führen wir einen weiteren kleineren Angriff ebenfalls auf einen Bahnhof durch, um dadurch auch nochmal die Versorgungslage unseres Gegners zu behindern und ihm die Versorgung zu erschweren. Gut, dann sind wir an dieser Stelle mit allen Themen durch, die jetzt in der Luftkampfphase soweit passiert sind. Und wir werden die Luftkampfphase jetzt auch einmal auslösen und starten. Ja,
Ja, unsere Flieger fliegen. Wir nehmen leichte Verluste hin, im Wesentlichen durch die normalen Operationen. Gibt auch ein bisschen Luftkampf. Aber in Summe halten sich unsere Verluste erfreulicherweise in Grenzen. Schauen wir mal, was wir denn so aufgeklärt haben. Also, er sagt uns, dass der Bahnhof hier nur noch zu 70% beschädigt ist in Peskow. Das heißt, wir können hier also in der nächsten Runde dann nochmal eine Bombenmission in Richtung Peskow fliegen. Haben wir Einheiten aufgeklärt? Ne, wir haben also im Großraum Idrizza haben wir keine Einheiten aufgeklärt. Steht er hier nicht mehr? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das wäre ja ziemlich sträflich, hier nicht zu stehen. Was haben wir denn beim Bahnhof erreicht? Ja, der ist komplett beschädigt. Wie sieht es hier oben bei Luga aus? Auch dieser Bahnhof ist komplett beschädigt. Vielleicht kurz noch zur Info, wo schaue ich hin? Man erkennt hier im Tooltip im unteren Drittel Production und da sieht man eben den Railyard, dass der eine Stufe 1 hat und Damage von 100%. Ja, und gleiches zeigt uns unser Tooltip hier auch nochmal an. Railyard 100%, Port 100%, sehr schön. Was haben wir hier oben im Norden erreichen können? Hier haben wir immerhin Railyard Damage von 4%. Ja, das war jetzt nicht so gut. Nun gut. Ja, dann sind wir an dieser Stelle mit unserer Luftkampfphase soweit durch. Und ich mache mir als allernächstes einmal Gedanken zu unseren Bodenbewegungen. Bis gleich. Gut, dann kümmern wir uns jetzt allererstes einmal um unsere 11. Armee. Also, ich habe das überprüft. Wir haben bestenfalls die Möglichkeit, vom Kessel heraus in Richtung Kesselwand vorzugehen. Wir bekommen aber leider keine Einheit, die östlich vom Kessel steht, an die Kesselwandung herangezogen, sodass wir den Angriff unterstützen könnten. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit, diese Kesselwandung aufzubrechen, praktisch gleich null. Ja, und in Ermangelung einer wirklich super tollen Alternative werden wir uns jetzt einfach weiter in Richtung Süden, Südwesten zurückziehen, in der Hoffnung, dass wir den Gegner dazu zwingen, hinter uns her zu marschieren. Naja, und in Richtung Osten versuchen wir mit den verbleibenden Einheiten sowas wie eine lose Verteidigungslinie aufzubauen, in der Hoffnung, dass der Gegner also auch nicht weiter vorstößt und dass wir uns hier vielleicht ein, zwei Runden regenerieren können. Gut, als allererstes werden wir mal mit dieser relativ schwachen Einheit mit dem Sicherungsregiment in Richtung Idrizza ziehen, in der Hoffnung, dass die Stadt vielleicht frei ist. Ja, und Idrizza scheint, ist Idrizza frei? Also uns wird ja zumindest mal kein Gegner angezeigt. Kommen wir nach Idrizza hinein? Ja. Wir kommen jetzt sogar mit einer Einheit in die Stadt hinein. Und dann werden wir dafür auch die Infanteriedivision verwenden. Ja, und wir stoßen hier unten auf einen Gegner, aber wir haben ja immerhin einen schönen Verteidigungswert von 8 jetzt in der Stadt. Ja, da muss man sogar überlegen, ob wir nicht sogar Versorgung reinfliegen, denn der Flughafen müsste ja noch intakt sein. Ja, ich sehe gerade im Tooltip, dass der Airbase 0% Damage hat. Das heißt, wir könnten hier also Luftversorgung hineinfliegen. Wie positionieren wir uns denn jetzt am geschicktesten, um unseren Gegner noch maximal zu ärgern? Wir kämen mit dieser Einheit sogar relativ weit in den Süden. Das wäre ja auch noch mal eine schöne Geschichte. Bringen wir die weitere Infanteriedivision hin. Irgendwie was Zusammenhängendes wäre ja schön. Also ich würde ja gerne in dieses Feld hineinkommen, aber das tun wir leider nicht mehr. Und mit dieser Einheit kommen wir noch in das Feld hinein. Panzer schafft es nicht. Infanteriedivision, ja gut, dann ziehen wir mit der Einheit in dieses Feld hinein. Wäre schön, wenn wir so ein bisschen locker ständen, sodass er also uns nicht so als großen Haufen und Klumpen wahrnimmt. Fahren wir mit dem Panzer weiter vor. Kommen hier aber auch nicht so wirklich voran.
Ja, dann sollten wir noch mal in dieses schöne Waldgebiet hineingehen. Ja, das sieht mittlerweile doch ganz gut aus. Also, dann heißt es, dass wir Idrizza besetzt haben. Der Flughafen ist unserer Hand. Wir können Luftversorgung hier hineinfliegen. Das werden wir auch tun. Doch, das sieht jetzt gut aus. Angesichts der sehr unglücklichen Situation. Ja. Wir fahren hier ein Feld hinein und müssen sogar wieder ein Feld zurückfahren können. Aber wahrscheinlich nicht weit genug. Schauen wir mal, ob wir das Feld vor uns umkehren können. Nee, das bleibt in Feindeshand. Dann ziehen wir uns zurück und bleiben hier so stehen. Suchen mal locker Anschluss. Ja, und haben so eine ganz rudimentäre Verteidigungslinie aufgebaut. Mehr ist im Moment einfach nicht drin. Und wir bringen die doch sehr angeschlagenen Einheiten auch nochmal nach Andreapol hinein. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch schon, was wir hier im Bereich der 11. Armee tun können. Mehr geht leider an dieser Stelle nicht. Gut, dann mache ich mir als nächstes Gedanken zu unserem Zentrum. Bis gleich. Nun gut, dann kommen wir als nächstes zu unserer Verteidigung im Zentrum. Also, erfreulicherweise können wir die Einheiten aus dem sich hier andeutenden Kessel doch relativ gut zurückziehen und ja, eine neue Verteidigungslinie hier in der Nähe des Flusses aufbauen in den schönen Sumpfgebieten. Diese Verteidigungslinie ist dann doch relativ nah am Gegner dran und es besteht natürlich die Gefahr, dass wir dann eingekesselt werden. Andererseits sind seine Angriffswerte auch nicht mehr so gut. Also eine Panzerdivision mit einem Wert von 8 ist nicht so toll. Hier unten eine Division mit einem Angriffswert von 5. Selbst die Totenkopf-Division bekommt nur einen Angriffswert von 7 hin. Also so hoch sind die Werte nicht mehr. Und ich hoffe mal, dass er unsere Linie nicht so einfach durchstoßen wird und dass wir hinterher nicht irgendwo in Stalingrad erleben. Nun gut, dann beginnen wir mal und rücken Schritt für Schritt auf. Aha. Wir haben einen Verteidigungswert von 16, das ist natürlich hervorragend. Wir schließen uns an, 14. Aha. Schaue gerade noch mal so ein bisschen, doch, dann gehen wir hier hin. Nehmen wir nur einen Verteidigungswert von 8 in diesem Feld. Was haben wir denn hier für ein Feld? Das ist einfach auch Sumpf. Da müssten wir eigentlich ein bisschen besser stehen, aber gut. Das ist jetzt so. Ne, das ist nicht gut. Gehen wir mal hier oben rein. Nehmen wir einen Verteidigungswert von 6, das passt. Dann holen wir die Division aus dem Norden hinterher. Bringt immerhin einen Wert von 5 hier hin. Sehr schön. Dann müssen wir irgendwie auch noch unsere Lücke hier in Richtung Osten schließen. Da könnten wir die Kavalleriedivision für verwenden. Schauen wir mal, hier kriegen wir nur einen Wert von 1 hin, das ist nicht gut. 3 ist besser. Nicht perfekt. Der Stoß hier über diese Straße wäre gefährlicher. Dann nehmen wir doch den Dreierwert mit. Ja, und hier oben stehen wir einfach schlecht drin. Können auch diese Infanteriedivision noch hinterherziehen. Kommen wir wenigstens mal auf einen Wert von 2. So toll ist es nicht, aber. Also wir stehen hier im Osten doch relativ schwach. So gut ist es nicht, aber besser als nichts. Wo bekommen wir denn die angeschlagenen Einheiten hin? Hier kommt eine hin. Auch diese Infanteriedivision kann hier hin. Hier wäre dann natürlich ein ideales Feld, um ein neues Depot zu bauen. Mit der Mechanisierten schaffen wir es nicht mehr so weit. Dann unterstützen wir eher das schlechtere Feld, sodass wir hier wenigstens auch mal einen Sechserwert hinbekommen. Die Panzerdivision kann hier auch nicht mehr so weit ziehen. Dann gehen wir eben doch in dieses Feld auch nochmal hinein und kommen zumindest mal auf 7. Ja.
Dann drücken wir auf. Versuchen so das etwas hinten stehende Gelände nochmal aufzupolstern, soweit es uns überhaupt möglich ist. Und suchen mal den Anschluss auch mit unseren Luftlandern. Ja, wir haben hier auch noch eine Sicherungsdivision, die wir hinterherziehen können. Die könnte so eine zentrale Mittelposition einnehmen. Die Infanteriedivision bringen wir hier hin. Also stehen wir doch auf dem linken Flügel etwas locker, aber besser als gar nichts. Ja. Gut, so richtig, richtig toll ist es nicht, aber wenn hier stehen wir gut. 14, 16, da freue ich mich jetzt wirklich über diese Verteidigungswerte. Aber ansonsten ist die Linie schon relativ dünn. Teilweise kommen wir eben auch nur mit 3 Divisionen in einem Feld auf einen vernünftigen Wert. Aber sich jetzt noch weiter zurückzuziehen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So wirklich überzeugend ist das auch nicht. Ja, dann bringen wir die angeschlagenen Einheiten in das Depot hinein, sodass wir sie dort verstärken können. Und versuchen mal hier irgendwie sowas wie eine verzweifelte Linie aufzubauen. Ja, Staraja Russa ist natürlich dünn, der wird in der nächsten Runde wird das Staraja Russa erobern. Also hier haben wir wirklich nichts entgegenzusetzen. Es ist wirklich die Frage, ob wir unten das südliche Feld halten sollen oder ob das Feld hinter Staraja Russa nicht besser geeignet wäre. Und ich glaube, das ist auch das bessere Feld. Wir fahren mit den Panzern hier rein, 2er Wert. Was kriegen wir denn mit der Infanteriedivision hin? Ein 3er Wert, der ist schon besser. Dann nehmen wir den mit. Und gehen mit den Panzern hier oben hin. Ja, das ist ein bisschen verzweifelt, was wir hier tun, aber ja, mehr geht leider auch nicht. Mehr ist nicht möglich. Gut. Was machen wir hier auf der Flanke? Also ich denke, wir werden uns hier doch noch mal ein Stückchen weiter zurückziehen. Und unsere Marineinfanterie etwas weiter hinten positionieren. Ja, also wo haben wir noch Depots? Also hier oben ist ein Depot, da stehen wir auch mit den Einheiten drin, dass sie sich auffrischen können. Hier unten haben wir noch ein Depot. Ja, man muss überlegen, ob wir hier noch Einheiten gerade in diesem Depot sammeln. Auf der anderen Seite, wenn er hier jetzt einen Stoß in Richtung Norden durchmacht und einen riesen Kessel nochmal auf dieser Seite bildet, haben wir natürlich jetzt auch nochmal zusätzlich Einheiten dort hineingezogen. Nee, ich glaube, das sollten wir eher unterlassen und mal mit der Infanteriedivision hier in Richtung Norden ziehen. Ja, und diese Einheit könnte ja zumindest nochmal so ein bisschen hier den Weg verlegen. Sodass wir ihm ein Durchstoßen erschweren. Also hier muss er sich schon ziemlich heftig durchtanken, wenn er durch will. Dann fahren wir mit der Infanteriedivision doch nochmal in dieses Feld hinein. Und haben somit zumindest mal die Eisenbahnlinie und die Straße in Richtung Norden ganz gut zugestellt. Die Regimenter betreiben noch so ein bisschen Vorfeldsicherung. Und die Brigade bringen wir durchaus in das Depot hinein. Ja. Gut. Ja, auf der ganz linken Flanke können wir nichts tun. Dort hält unsere Sicherungsdivision ja aus. Wir haben hier nochmal so ein bisschen Vorfeldsicherung mit den Regimentern aufgebaut. Ist nicht toll, aber immerhin. Und hier haben wir dann ja unsere Brigaden. Die Marineinfanteriebrigaden als nächste Sicherungsvorpostenlinie stehen hier relativ locker. Also hier ein Durchstoß hier in dieser Region in Richtung Norden, das wäre jetzt echt ein herber Schlag nochmal für uns.
hoffe mal nicht, dass er auf die Idee kommt. Und ich hoffe mal, dass auch das schlechte Wetter und die ganzen Schlammfelder, die wir hier mittlerweile haben, dass die ihm einen Vormarsch doch deutlich erschweren und dass er sich eher hier auch in Richtung Nord-Nordosten weiter fokussiert. Wobei er darf dann auch nicht zu weit östlich angreifen. Hier stehen wir einfach zu schlecht. Naja, und Staraja Russa ist so das letzte Aufgebot, was wir ja vor der Front positioniert haben. Ja, dann sind wir soweit mit unseren Bewegungen in diesem Bereich durch. Und ich mache mir mal Gedanken, was wir hier im Bereich nördlich von Leningrad sowohl unternehmen werden. Bis gleich. Dann kommen wir jetzt zu unseren letzten Bewegungen. Wir haben hier ganz im Osten noch zwei Infanteriedivisionen erhalten, die wir jetzt per Eisenbahn in Richtung Leningrad auch verlegen werden. Ja, südlich von Leningrad ist sicherlich ein schönes Feld. Schauen wir mal, können wir sie ausladen? Jawohl, dann werden wir sicherlich auch die zweite Division ausladen können. Auch die packen wir mal auf eine entsprechende Eisenbahnbewegung, verlegen sie in das gleiche Feld hinein, laden sie ebenfalls aus. Ja, und so haben wir zwei nochmal doch hoffentlich relativ kampfkräftige Divisionen schon mal sehr schön an ihr Operationsgebiet herangezogen. Ansonsten hatten wir ja keinen bekommen. Ich schaue zur Sicherheit nochmal nach. Nee, das ist die Stavka hier hinten. Nee, gut. Ja, dann schauen wir mal, wie wir unsere Verteidigung nördlich von Leningrad weiter organisieren werden. Also bisher haben wir ja doch eine relativ schöne Abwehrschlacht geschlagen. Bin damit ganz zufrieden. Es sah zwischenzeitlich doch mal wirklich so aus, als ob er hier einen Kessel hinbekäme. Aber diese Gefahr scheint im Moment gebannt zu sein. Wir werden uns jetzt auch noch ein Stückchen weiter zurückziehen. Ja, und dann wieder schauen, ob wir ihn noch mal ein Stückchen aufhalten können. Schauen wir mal, was wir erreichen. Verteidigungswert von 5 ist gut. Wenn wir die Einheit herunterziehen, Verteidigungswert von 4 sollte ausreichend sein. Ja. Dann gehen wir schon mal, ich hätte beinahe gesagt, auf die andere Straßenseite. Wir gehen natürlich auf die andere Flussseite. Werden hier nochmal nachrücken. Und haben sogar einen Verteidigungswert von 10 erreicht. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich denke, somit stehen wir schon mal wieder halbwegs ordentlich in vernünftigen Positionen. Das Feld ist natürlich ein bisschen schwach mit einem Verteidigungswert von 8. Der Gegner ruft hier einen Angriffswert von 15 auf. Ja, ich hoffe mal, dass wir vielleicht doch hier aushalten. Ansonsten wird hier die Position im Westen doch allmählich unhaltbar und wir müssen uns weiter zurückziehen. Aber naja, vielleicht schaffen wir es doch noch mal eine weitere Runde. Dann haben wir noch eine Infanteriedivision, die zwar unready ist, die aber zumindest mal hier den Lückenschluss hinbekommt. Verteidigungswert von 1 ist jetzt nicht so pralle, aber es geht leider nicht anders. Und die Panzer bringen wir mal nach Osinowez, damit sie sich dort weiter verstärken können. Gut, somit stehen wir eigentlich, glaube ich, auch hier ganz ordentlich. Die allerletzte Rückfallposition wird natürlich hier der Bereich sein mit diesen befestigten Einheiten. Dort haben wir mittlerweile auch schon ganz gute Verschanzungslevel aufbauen können. 3 und 2 sieht ja schon mal wirklich gut aus. Ja, das wird dann hoffentlich so die letzte Haltelinie werden. Dann schauen wir noch in den ganz weiten Norden. Die Infanteriedivision hält sich gut. Sie hat auch eine relativ gute Versorgung. Und insofern hoffe ich mal, dass wir mit ihr noch etwas länger feindliche Einheiten binden werden. Dann suchen wir mal den Anschluss in Richtung Süden. Der Verteidigungswert von 1 ist jetzt nicht toll, aber naja. Und ich kann den Zug leider auch nicht rückgängig machen. Naja, dann müssen wir da stehen bleiben. Dann rücken wir mal auf, werden die Linie mit dieser Infanteriedivision schließen. Verteidigungswert von 18 ist natürlich hervorragend. 7 passt auch. Ja, und somit sind auch die Bewegungen komplett im Norden soweit abgeschlossen. Ja, dann sind wir an dieser Stelle erstmal soweit durch und ich mache mir als nächstes Gedanken zu den ganzen Kommandostrukturen. Ich werde das wie immer offline machen, werde auch sicherlich die ein oder andere Unterstützungseinheit nochmal hin und her schieben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Also die Kommandostrukturen sind überarbeitet und wir haben natürlich auch unsere Depots überarbeitet.
Wir haben hier in dieser Stadt ein neues Depot errichtet mit einer Priorität von 4. Und somit haben wir so einen gewissen Halbbogen an Depots wieder um die Frontlinie herum aufgebaut, von denen unsere Einheiten eigentlich ganz gut versorgt werden müssten. Darüber hinaus haben wir dieses nördlich stehende Depot mittlerweile auf die Prio 0 gesetzt. Ganz einfach, weil die Gefahr besteht, dass unser Gegner dieses Depot erobert. Und insofern, ja, wäre es ja eine Verschwendung der dort lagernden Ressourcen, sodass wir es auf Null gesetzt haben und die gesamten Versorgungsgüter letztendlich in die rückwärtigen Depots verlagert werden sollten. So zumindest mal der Plan. Ja, ansonsten haben wir im Bereich der Versorgung eigentlich nichts Besonderes gemacht. Die Prioritäten wurden neu vergeben, so wie wir es in der Vergangenheit auch immer getan haben. Also das passt soweit. Eine weitere Neuerung gibt es. Und zwar haben wir jetzt diese befestigten Einheiten, das sind also stationäre Befestigungen, erstmalig aufs Spielfeld geholt. Ja, wir haben ja das Problem, dass wir jetzt relativ schnell relativ viele Aktionspunkte ja übrig haben. Und da wir leider keine Einheiten bauen können, ich hatte das ja eingangs mal erwähnt, ja, macht es Sinn, dass wir dann vielleicht mal diese Befestigungseinheiten aufs Spielfeld holen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das irgendetwas bringt, aber es ist ja mal ein Versuch wert. Gut, ansonsten gibt es tatsächlich nichts Besonderes. Und wir können jetzt die Bodenkampfphase an dieser Stelle dann auch beenden. Ja, die deutsche Versorgungsphase läuft durch. Hoffentlich funktionieren unsere Bombardierungen. Und ich bin auch ganz froh, dass wir Peskow aufgeklärt haben. Die Stadt werden wir auf jeden Fall im nächsten Zug nochmal angreifen. Sehr schön, es wird gespeichert und hochgeladen, so sollte es sein. Gut, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.